Telegrammskandal wandte er sich dem Feind im Osten zu. Im Februar 1917 lehnten sich streitende Arbeiter gegen den Zaren auf. Sie forderten unter anderem, dass sich Russland nicht mehr am Krieg beteilige. Eine Forderung, die den Strategen gut gefiel. Um aus den bloßen Forderungen Wirklichkeit werden zu lassen, brauchten die russischen Rebellen jetzt eine Führungspersönlichkeit. Und Arthur Zimmermann hatte genau den richtigen dafür. Ole, weiter! Wladimir Iljitsch. Such, da ist noch eins. Wir kennen den Mann als Lenin. Ole, such! Lenin war ein Russe, der in der Schweiz im Exil lebte. Mit seiner bolschewistischen Partei wollte er Russland den Kommunismus bringen. Im April 1917 schmuggelte Zimmermann Lenin und einige Gefolgsleute per Zug von Zürich zurück nach Russland. Unsere Strategie ist folgende: sofortiger Frieden mit Deutschland und alle Macht in unserem Land den Arbeitern und Soldaten.